Fast auf den Tag genau vor 5 Jahren war Heiner Geißler beim 50-jährigen Bestehen des CDU-Ortsvereins in Pfullingen in seinem alten Wahlkreis Reutlingen zu Gast. Geißler war zu diesem Zeitpunkt bereits seit 5 Jahren Mitglied von ATTAC, Kritiker von Globalisierung und Marktradikalismus und Verfechter der sozialen Marktwirtschaft. Das wichtigste Buch, das Ludwig Erhard geschrieben hat, das war Wohlstand für alle. Und die haben das damals auch gemeint. Das haben die nicht nur gesagt, sondern das haben die auch gemeint. Und es ist ja auch erfolgreich gewesen. Durch die soziale Marktwirtschaft haben wir die alte soziale Frage gelöst. Das war die Arbeiterfrage. Aber die soziale Marktwirtschaft, zu Geißler, gäbe es nicht mehr. Der wirtschaftliche Fortschritt komme längst nicht mehr allen zugute. Der Grund? Wenn im Wettbewerb keine Ordnung vorhanden ist, sondern noch Catch-as-Catch-Can und der Stärkere sich durchsetzt, dann haben wir eine immer größere Megalomanie, gibt es immer größere Einheiten und kleine und mittlere Betriebe haben immer weniger Chancen. Als streitbarer Konservativer war Geißler während seiner aktiven politischen Laufbahn bekannt gewesen. Geboren in Oberndorf am Neckar, baute er 1956 den Kreisverband Rottweil der Jungen Union auf und stieg bis zum Landesvorsitzenden auf. Im Jahre 1965 wurde er für den Wahlkreis Reutlingen zum Bundestagsabgeordneten gewählt, dann aber 2 Jahre später als Sozialminister nach Rheinland-Pfalz abberufen. Unter Bundeskanzler Helmut Kohl war Geißler Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit. Nach seiner politischen Laufbahn machte er vor allem als Schlichter von sich reden, ganz besonders im Konflikt um das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21. Heiner Geißler wurde 87 Jahre alt.